vom Wind verweht. Benjamin hat Tee gekocht. Jetzt machen wir es uns gemütlich, sagt er zu seinem Freund Otto und gießt den dampfenden Tee in die Tassen. Das riecht aber gut, freut sich Otto und kuschelt sich in die warme Decke. Plötzlich rüttelt es an der Tür. Nanu, Besuch? Wundert sich Benjamin. Aber draußen steht gar niemand. Hui, macht es nur und Laub weht ins Haus hinein. Das war der Wind, erkennt Otto. Was fällt dem denn ein? Beschwert sich Benjamin und schließt die Tür. Gleich darauf rüttelt es erneut. Diesmal kommt wirklich Besuch. Zusammen mit frischem Laub kullert Elfi Elster über den Boden und stößt gegen die Kommode. Kra, kra, schimpft sie. Dann streicht sie ihre zerzausten Federn wieder glatt und fliegt zurück. Dieser Wind ist wirklich frech, fegt die arme Elfi einfach vom Baum, sagt Benjamin. Gleich darauf zieht er eine wetterfeste Jacke an und setzt seine Mütze auf. Benjamin, was hast du denn vor? Fragt Otto erstaunt. Aber da ist Benjamin schon nach draußen gegangen. Warte doch, ruft Otto. Der Wind pustet so heftig, dass die Bäume schwanken, die Zooschilder zittern und die Ohren von Benjamin flattern. Wohin willst du denn? Ruft Otto und läuft seinem Freund hinterher. Ich muss dringend mit dem Wind reden, sagt Benjamin. Otto schüttelt den Kopf, aber man kann doch nicht mit dem Wind reden, sagt er. Wieso denn nicht, meint Benjamin und stapft weiter. Dummerweise vergisst er dabei, seine Mütze festzuhalten. Auweia, der Wind fegt die Mütze von Benjamins Kopf, wirbelt sie durch die Luft und zänzt sie Ziege auf die Hörner. Mäh, freut sie sich. Benjamin freut sich nicht, denn gerade als er seine Mütze greifen will, weht sie der Wind schon wieder weg. Du dummer Wind, schimpft Benjamin. Hui, 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 antwortet der Wind und es klingt, als würde er über den Elefanten lachen. Kannst du endlich mal mit diesem Gewehr aufhören, schimpft Benjamin. Nein, der Wind kann ganz und gar nicht damit aufhören. Er bläst sogar noch stärker. Er pustet um Ottos Kopf herum, an seinen Armen vorbei und zwischen seinen Beinen hindurch. Hilfe, Benjamin, ich werde weggeblasen, ruft Otto und hält sich mit seinen Händen an einem Busch fest. Das ist wirklich nicht lustig, ruft Benjamin in den Wind. Aber der Wind macht lustig weiter. Jetzt bläst er Benjamins Mütze auch noch zum Ententeich. Oh nein! Doch diesmal ist Benjamin schneller. Er fängt die Mütze mit dem Rüssel und drückt sie fest auf seinen Kopf. Komm, Otto, halt dich an meiner Jacke fest, rät Benjamin seinem Freund. Otto greift Benjamins Ärmel und geht dicht hinter ihm im Gleichschritt. Hinter dir ist es ganz windstill, freut sich Otto. Aber wohin läuft Benjamin denn? Gehen wir nicht in dein Haus zurück, fragt Otto. Er sehnt sich nach seiner warmen Decke und dem Tee. Aber Benjamin hat andere Pläne. Er klopft ans Haus der Nilpferde. Vorsichtig steckt Nana Nilpferd ihren Kopf aus der Tür. Hallo Nana, ist der Wind bei euch? Fragt Benjamin. Unk, unk, grunzt Nana. Benjamin ist erfreut. Das ist ja schön, ruft er und zieht Otto, der sich noch immer an seiner Jacke festhält, mit ins Haus hinein. Suchend läuft Benjamin von einem Eck zum anderen. »Wo ist der Lümmel denn?« ruft er und hebt mit seinem Rüssel sogar den Futtertrog hoch. Die Nilpferdfamilie sieht erstaunt zu. Auch Otto versteht seinen Freund nicht mehr. »Was soll das, Benjamin?« fragt er. »Ich dachte, der Wind hätte sich dort versteckt«, sagt Benjamin und verabschiedet sich von den Nilpferden. Dann klopft er bei den Braunbären an. Aber auch im Haus von Bruno und Bertha Bär gibt es keinen Wind, und Benjamin sucht vergeblich unter ihrem Schlafstroh. »Aber der Wind ist doch draußen«, erklärt Otto seinem Freund und deutet auf einen Heuhaufen, der sich wie wild im Kreis dreht.
Aber Benjamin schüttelt den Kopf. »Das ist doch nur sein Gewehe, Otto. Der Wind selbst ist woanders«, erklärt er ihm. »Woanders?« Otto staunt. »Aber wo denn?« fragt er. Benjamin zuckt mit den Schultern. »Wir müssen den Wind weitersuchen«, sagt er, und läuft mit Otto durch den menschenleeren Zoo. Kein einziger Besucher ist heute gekommen. Auf den Wegen liegen abgebrochene Äste, Tannenzapfen, Blätter und eine Affenschaukel. Na sowas. Was macht die denn hier? Am besten, wir bringen sie gleich den Affen zurück, sagt Benjamin. Nur ein einziger Affe steht im Gehege und fotografiert. Aber das ist natürlich gar kein Affe. Da ist ja Frau Kolumna, ruft Benjamin voller Freude. Die Reporterin hat sich in den Sturm gewagt, um über die Windschäden im Zoo zu berichten. Was baumelt Ihnen denn da von der Nase, Herr Blümchen? witzelt sie. Benjamin legt die Affenschaukel ins Gehege zurück. »Wissen Sie vielleicht, wo der Wind ist?« fragt er Carla. »Der Wind? Aber sicher, der kommt von dort hinten«, sagt die Reporterin und deutet nach rechts hinten. »Danke«, ruft Benjamin aufgeregt und läuft mit Otto sofort in diese Richtung. Aber auch dort hinten sehen Benjamin und Otto nur Gewehe und gar keinen Wind. »Hast du vielleicht den Wind gesehen?« fragt Benjamin den Tierwärter. Karl deckt die Strohballen bei den Giraffen gerade mit einer Plastikplane ab. »Und ob? Schaut nur, wie er die Plane beutelt«, lacht Karl. Da plötzlich sieht auch Benjamin den Wind. Natürlich, unter die Abdeckplane hat er sich verkrochen. »Jetzt hab ich dich, du Lümmel«, ruft Benjamin und löst die Schnüre der Plane. »Benjamin, was soll?«, will Karl fragen. Aber da ist es schon passiert. Es macht hui und die Plane wirbelt nach oben und mit ihr ein sehr verdutzter Benjamin. »Na sowas!« »Ich fliege mit dem Wind«, ruft Benjamin begeistert und segelt über die Giraffen hinweg zum Zoosee. »Benjamin, komm sofort runter«, ruft Karl laut nach oben. »Das macht aber Spaß«, ruft Benjamin. Trotzdem sind Karl und Otto etwas besorgt und laufen ihm hinterher. Schließlich ist Benjamin doch ein Elefant und kein Vogel. Wie schön der Zoo von oben aussieht. Die Häuser sind so klein wie Spielzeug und die Bäume nicht größer als Blumen. Da ist ja auch Frau Kolumna. »Hallo«, ruft Benjamin zu der Reporterin nach unten. Carla fällt vor Schreck beinahe von ihrem Roller. So etwas hat sie ja noch nie gesehen. »Sensationell! Ein fliegender Elefant!« ruft sie dann begeistert und fotografiert Benjamin von allen Seiten, aber vorwiegend von unten nach oben. Endlich haben Karl und Otto den fliegenden Benjamin eingeholt. Sie sind völlig außer Atem. Doch sie haben einen guten Plan, oder besser gesagt, ein Seil. Otto bindet eine Schlaufe hinein und wirbelt das Seil wie ein Lasso nach oben. »Fang auf«, ruft Otto zu seinem fliegenden Freund. Gar nicht so leicht. Immer wieder greift Benjamin ins Leere. Doch plötzlich fegt eine Böe das Lasso direkt um Benjamins Bein herum. »Na sowas! Danke, Wind«, freut sich Benjamin. »Hau, ruck«, rufen Otto und Karl und ziehen den Elefanten mit vereinten Kräften auf den Boden zurück. »Alles in Ordnung?« fragt Karl besorgt. »Aber natürlich«, lacht Benjamin und erklärt stolz, dass er dort oben endlich persönlich mit dem Wind sprechen konnte. »Und was hat er gesagt?« fragt Otto neugierig. »Er hat mir versprochen, dass er bald mit diesem Gewehr aufhören wird«, sagt Benjamin. Karl schüttelt den Kopf. »Was ist denn das für ein Unsinn?« fragt er. Aber es ist natürlich ganz und gar kein Unsinn. Kurz darauf sitzen Benjamin und Otto wieder im Elefantenhaus und trinken gemütlich Tee. Da rüttelt es erneut an der Tür. Aber diesmal ist es nicht der Wind. Oh nein, es ist Karl.
Der Sturm ist tatsächlich vorüber, berichtet er staunend. Törö, freut sich Benjamin und weiß ganz genau, das liegt natürlich nur daran, dass er mit dem Wind persönlich gesprochen hat.